Ja, hallo zusammen. Hier ist die Doro von Philosophie des Gesundwerdens und ich habe jetzt hier die Freude, dass ich jetzt hier heute Abend sitze mit der Mats. Nämlich, ja, hi erstmal Mats und voll cool, dass du das machst, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du den Mut hattest, vor die Kamera zu kommen. Ja, die Mats ist Klientin von mir. Wir arbeiten zusammen seit über einem Jahr und ja, am Anfang war es irgendwie so im 2-Wochen-Takt und jetzt ist es eher so bei Bedarf, so alle 2 Monate. Und ja, du hast echt schon auch tolle Fortschritte gemacht, Mats, und das ist total cool gewesen, das alles so mitzuerleben und mitzuverfolgen. Und ja, erstmal dir einen schönen Abend darunter, wo du jetzt gerade bist. Dankeschön. Ja, dir auch einen schönen Abend. Schön, dass ich hier sein kann, sozusagen. Also hier bei mir und bei dir. Ja, ich finde cool einfach, dass wir uns auch über die Distanz so einfach unterhalten können. Ja, das ist super praktisch. Also wenn ich jetzt so eine reguläre Therapie gemacht hätte, das wäre ja dann hier nur vor Ort gegangen oder so. Und das ist mit dem Skype, das funktioniert richtig toll. Also hätte ich echt nicht gedacht vorher. Ja, man ist ja normal gewöhnt, dass man dann zu jemandem hingeht, sich da hinsetzt, aber von zu Hause aus ist das ja auch ganz cool dann. Ja, man kann sich dann so einrichten auf dem Sofa mit Tee und was man also braucht, Taschentücher nach Bedarf. Dann Ja. Ist das schon ganz gut. Ja, und genau, und dann hatten wir auch dann, wenn du wolltest, hatten wir da auch mit oder ohne Kamera, dann auch ohne, wenn du dich dann so besser konzentrieren konntest. Das war alles gar kein Thema. Ja. Ja, und ja, du bist ja damals zu mir gekommen, weil du hattest ja auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die dich auch total eingeschränkt haben, auch im Alltag und was dich einfach total angestrengt hat und dann auch dich total geärgert hast, dass du dadurch so viel Freizeit auch verloren hast. Aber stell dich den anderen doch einfach mal nochmal kurz vor, wer du bist, was du zu dir sagen möchtest. Ja, also ich bin Mats, was natürlich nur ein Spitzname ist, aber einer, den ich jetzt im Laufe der Zeit sehr lieb gewonnen habe. Bin 33 Jahre alt inzwischen und wohne in Memmingen, also im tiefsten Bayern an der Grenze zu Baden-Württemberg, am Alpenrand, was von Bedeutung ist, wie wir später noch sehen werden wahrscheinlich. Arbeite in der Presseöffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsmanagement von einem größeren Museum, was natürlich den ein oder anderen Stress mit sich bringt, Wochenendarbeit und Überstunden und so weiter. Mhm. Genau, bin jetzt seit 2015 hier unten. Ja, vielleicht magst du einfach mal beschreiben, was so deine Ausgangssituation war, warum du dann mich angeschrieben hast, womit du da direkt zu kämpfen hattest. Also bei mir ist das größte Problem seit Jahren Migräne. Also ich habe es schon während des Studiums gehabt und es ist, seit ich hier unten bin, eigentlich immer schlimmer geworden. Also so, dass halt die Tabletten nicht anschlagen. Also ich habe dann immer Ibuprofen und also dieses Paracetamol mit Koffein genommen, aber es hat einfach irgendwann nicht mehr wirklich geholfen und die Anfälle wurden immer länger und auch schlimmer und teilweise war es dann wirklich so, dass ich halt nachmittags von der Arbeit nach Hause kam, nichts mehr konnte als mich ins Bett legen und dass es dann am nächsten Tag noch nicht weg war. Teilweise sogar 3 Tage am Stück, ohne dass es besser wurde und wo ich dann irgendwann mich dann auch nur noch krank schreiben lassen konnte. Und ja, ich war dem Ganzen irgendwie ziemlich hilflos ausgeliefert, weil also mein Hausarzt da auch nicht so wirklich weiter wusste und mich dann halt an irgendwelche Experten überwiesen hätte oder überweisen wollte, nur habe ich überhaupt nicht mehr die Energie gehabt, mich überhaupt darum zu kümmern. Also das kam auch noch dazu, dass ich immer erschöpft war und kaputt und selbst in den Phasen, wo ich mal keine Migräne hatte, dass es auch da ich mich irgendwie zu nichts aufraffen konnte und so eine Sachen wie jetzt irgendwie 3 Experten abklappern, das war völlig undenkbar eigentlich. Ja, genau, hast ja dann schon beschrieben, dass es auch dann
sogar dich in deiner Arbeit dann eingeschränkt hast, dass du dann ständig krank schreiben lassen musstest. Ja, und was hattest du denn bis dahin schon jetzt außer den Schmerzmitteln, hattest du noch andere Sachen irgendwie ausprobiert in der Vergangenheit? Was hast du da für Erfahrungen auch gemacht? Also ich habe eine Zeit lang Yoga versucht, jetzt weniger wegen der Migräne, als eher so zum Stress abbauen, weil ich dachte, dass mir das so vom Körperlichen vielleicht auch ganz gut tun würde. Das hat es auch, aber ich konnte es dann halt nicht fortführen, weil ich umgezogen bin und dann zu dem Zeitpunkt noch ohne Auto nicht dort hinfahren konnte. Und dann ist das mehr oder weniger eingeschlafen. Und sonst war ich ehrlich gesagt ziemlich hilflos, weil ich irgendwie im Internet immer nur gelesen habe, naja, das geht dann halt mit den Wechseljahren wieder weg, mehr oder weniger, und eigentlich kann man sonst nichts machen. So. Das war das, was ich so für mich an Informationen da rausgezogen habe. Und wie gesagt, mein Arzt war jetzt auch nicht, der wusste auch nicht so richtig, was er damit anfangen soll. Ja, genau. Und, ja, wie, genau, dann hast du mich dann ja, genau, hast du mich ja angeschrieben und dann, ja, hast vielleicht auch gemerkt, dass so ich so meine eigene Herangehensweise habe. Also war da irgendwas dran, was dich da besonders angesprochen hat oder was dich auch irgendwie vielleicht überrascht hat? Also wir kannten uns ja schon vorher von dieser Silvesterfeier, und dann habe ich irgendwann durch Zufall mal im Internet deinen Blog gefunden, Philosophie des Gesundwerdens, und da habe ich dann angefangen rumzulesen. Und was mich halt von Anfang an, also was mir halt wirklich gut gefallen hat, war eben, dass ich gemerkt habe, da sitzt halt auch ein Wissenschaftler, jemand, der eben auch aktuelle Studien liest und sich damit beschäftigt, was es an neuen Erkenntnissen gibt, und irgendwie versucht, das alles in Einklang zu bringen. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, war, dass ich durch deinen Blog quasi ja auch deine persönliche Leidensgeschichte so ein bisschen mitverfolgen konnte, und ich habe mich da ein Stück weit auch wiedererkannt, auch wenn ich ja jetzt nicht mit der Haut Probleme hatte, sondern mit meinem Kopf. Aber einfach so diese Suche, also sich auf die Suche begeben, bis man eben einen Weg findet, um damit umzugehen, und sich da halt Schrittchen für Schrittchen vorwärts zu arbeiten und manchmal vielleicht auch wieder Rückschläge hinzunehmen und das alles einfach akzeptieren zu können, so als Teil eines Heilungsprozesses. Das war für mich so beim Lesen total toll, weil es eben auch in so viele verschiedene Richtungen ging, mit verschiedenen Therapiemöglichkeiten, mit Ernährung. Und als wir dann angefangen haben, zusammen zu arbeiten, war es ja auch so, dass es einfach unglaublich vielseitig war und wirklich an jeder Ecke mal geguckt wurde, was könnte es sein, wo könnte man was verbessern, welche Stellschraube kann man hier noch ein bisschen drehen, damit es vielleicht, also selbst wenn es halt nicht weggeht, dass es halt einfach besser wird. Und das ist halt was, denke ich, was auch ein Arzt so gar nicht leisten kann. Also da müsste ich ja dann auch jede Woche hingehen, und das, also ich glaube, da ist ein Hausarzt einfach überfordert mit sowas. Ja. Kann der gar nicht machen, und das werfe ich ihm auch gar nicht vor. Also ja, es ist gar nicht, das System ist dafür gar nicht ausgelegt. Aber ich muss auch echt sagen, ich habe dich auch so erlebt, dass, also du warst immer so willig und auch geduldig und offen. Das war einfach, war eine Freude. Das war auch für mich einfach, hat mir eine Freude gemacht, dann auch mir immer was Neues für dich dann zu überlegen. Und das hast du dann ausprobiert. Und ja, für mich ist halt auch, also ich bin jemand, der unglaublichen Spaß daran hat, Zusammenhänge zu ergründen, die ich vorher halt noch nicht wusste. Und wenn dann irgendwelche Sachen kamen, die körperlich miteinander zusammenhängen, wo ich noch nie was davon gehört habe, dann hat mich das auch total begeistert, weil ich dachte, ah, okay, gut, das gehört also auch zusammen. Ja klar, jetzt ergibt es Sinn. So, das war für mich auch irgendwie sehr befriedigend, so da auch mehr zu lernen und ein bisschen Wissen anzuhäufen. Genau. Ja, genau. Das war für dich auch wichtig, dieses Hintergrundwissen, dass du dann deinen Körper, die Zusammenhänge besser verstehst. Genau. Ja, und ja, also es ist echt wie so eine Ausbildung. Also hast du ja, dann haben wir einige Aspekte deines Lebens dann ja immer mal unter die Lupe genommen. Und ja, wie hat es dir Spaß gemacht mit der Ernährung? Bist du zufrieden mit deinem Essen inzwischen?
Also ich könnte bestimmt noch besser essen. Das ist bei mir halt auch wirklich, also ich habe halt Phasen, wo es beruflich, wo ich so gestresst bin, dass es gar nicht anders geht. Aber ich habe ja jetzt einen Freund, der sehr gerne kocht und genieße das dann auch, wenn wir halt zusammen das machen. Und wenn ich halt kann, dann mache ich so, wie ich kann. Und wenn ich nicht kann, dann ist es auch okay. Und das war für mich eigentlich auch ganz wichtig, so zu lernen, ja, man kann da einen unglaublichen Aufwand betreiben und es ist auch gut, wenn man das tut. Aber wenn es mal nicht geht, dann ist es auch okay und dann ist es in Ordnung und dann kann ich mir auch selber vergeben, wenn ich Ja. dann mal eben mir einfach was bestelle oder keine Ahnung. Ja, Genau. das ist echt so ein Prozess. Also, ich meine, aber du hast ja auch wirklich ganz tolle, auch neue Gewohnheiten angeeignet, die du dann auch eben bei Bedarf dann nutzen kannst. Genau, also ich habe auch viel übers Kochen gelernt, also im Hinblick auf Histamin zum Beispiel. Und es ist auch weiterhin so, dass ich jetzt nicht komplett histaminfrei esse, aber dass ich schon schaue, dass ich histaminarme Lebensmittel also bevorzuge und solche Sachen wie Sauerkraut, Parmesan und so weiter, dass ich da halt vorsichtig bin und genau, gegebenenfalls dann ein bisschen gegensteuer, indem ich dann halt dazu mehr Vitamin C und Gemüse und was man halt alles noch dazu essen kann, um das ein bisschen Genau. auszugleichen. Da, ja, Genau. darauf kommt es ja an, eben, genau, dass du, also gar nicht, dass du irgendwie jetzt groß auf was verzichten sollst und irgendwas gar nicht mehr essen sollst, sondern dass du für dich einfach so deine Ecken hast, dass du eben nicht mit dem Rücken an der Wand stehst, sondern dass du halt einfach noch so ein paar eigene Stellschrauben an die Hand bekommen hast. Genau. Ja. Ja, und dann, ja, wir hatten dann ja so nach einem Jahr dann, hatten wir dann mal, sind wir mal deine Symptomliste durchgegangen und haben dann, einfach mal geguckt, was hat sich da verändert oder ja, und da ist ja dann ja auch so eine Erkenntnis gekommen. Also was oder was war denn vielleicht so die Quintessenz? Was ist denn das große ganze Bild, was sich jetzt für dich ergeben hat, was du jetzt über dich selbst und deinen Körper und deinen Weg verstanden hast? Also erstmal, dass kein Symptom zu banal ist, um irgendeine Bedeutung zu haben. Also es ist ja, also in der Schulmedizin, da wird man ja teilweise so ein bisschen wie bekloppt behandelt, wenn man solche Sachen sagt wie, wenn ich Blasenentzündung habe, tun mir die Fußsohlen weh. Oder ich habe Parmesan gegessen und habe dann ein Herzklopfen bekommen. Das ist, das sind Sachen, die sind jetzt vielleicht für sich genommen nicht kein großes Ding, also eher so kleinere Symptome, aber sie sind halt da und ich weiß jetzt halt inzwischen, dass sie auch einen Sinn haben oder dass dahinter ein System steckt und dass es eben nicht einfach nur psychosomatisch ist oder nur Stress oder als was es dann manchmal auch hingestellt wird. Und was ich halt auch gelernt habe, ist, dass auch wenn die Migräne schlimm ist, auch wenn es sich furchtbar anfühlt und man eigentlich am liebsten nur im Bett liegen und weinen möchte, es geht vorbei und ich bin dem einfach nicht mehr so ausgeliefert. Also meine Einstellung hat sich dazu einfach geändert und das ist eigentlich etwas sehr Schönes so. Und auch, dass ich eben inzwischen schaue, zum Beispiel, hat es jetzt heute noch Sinn, eine Tablette zu nehmen, oder ist es okay, wenn ich mich jetzt einfach hinlege? Kann ich es vielleicht noch ein bisschen aushalten und schlaf dann? Oder möchte ich noch das und das machen und es wäre jetzt gut, vielleicht noch was einzuwerfen? Oder eben zu gucken, ist es jetzt Abend, ist es morgen, wann wirkt es besser? Solche Sachen, das hilft mir total, einfach damit anders umzugehen und ein bisschen aktiver damit umzugehen und nicht nur dieses, oh Gott, jetzt hat mich diese Migräne getroffen, ich weiß überhaupt nicht wieso und ich kann jetzt nichts tun, außer warten, bis es vorbei ist. Ja, genau, und dann auch eben die Erkenntnis, so dieses, dass dein Körper ja auch recht hat mit dem, was er tut, dass es gar nicht dein Körper ist, der falsch ist, sondern eben deine Lebensumstände halt ziemlich früher. Da haben wir echt klar gemerkt, so, oh, meine Güte, ja, kein Wunder, dass dein Körper eben dann Nein sagt. Ja, genau. Also ich habe halt einen sehr stressigen Job und ich bin halt auch sehr sensibel in jeglicher Hinsicht. Und
solange sich meine Lebensumstände nicht dahingehend komplett ändern, also eben weil eben zum Beispiel auch bei mir die Örtlichkeit eine Rolle spielt. Ich bin hier am Alpenrand. Hier regnen sich sämtliche Niederschlagsfronten ab, die über Europa hinweggehen. Und ich kann auf dem Regenradar gucken, wie ich Kopfschmerzen kriege. Also das ist halt einfach was, was ich jetzt zurzeit nicht ändern kann. Und dann bin ich eben auch nicht 100% voll einsatzfähig. Dann ist das jetzt einfach so. Ja. Und hoffentlich kann ich das irgendwann mal ändern, dass ich woanders wohne und eine andere Arbeit habe. Aber bis dahin müssen halt alle damit leben, mich selbst eingeschlossen, dass ich eben dann auch mal ausfalle. Ja. Ja, und genau wie wir dann richtig auch nachher so einfach auch dadurch, dass wir so lange zusammengearbeitet haben, dann auch gesehen haben, dass da echt so ein Rhythmus im Jahr auch ist, dass es dann wirklich dann zum Beispiel nach, also du hast ja echt richtig harte Sommer mit den ganzen Events. Und dass es danach dann auch so dich dann richtig umnockt und Ja. dass dann auch erstmal alles so klar wurde, der die Genau. Kausalitäten sind. Ja, und dass ich eben gemerkt habe, ich brauche auch Ruhezeiten, wo ich mich erholen kann. Das wusste ich ja alles gar nicht. Ich habe halt, also man kriegt immer so dieses Bild vorgeführt von jemandem, der 24/7 von 7 bis 20 Uhr durchpowert und tut und macht und schafft. Und ich habe halt gemerkt, ich kann das gar nicht. Ja, Und irgendwann hab ich gesagt, ich will das auch gar nicht können. der brave deutsche Bürger, das geht ja gar nicht, dann irgendwie auszufallen oder dann mit der Erschöpfung zu kämpfen zu haben, das ist ja so ein absolutes No-Go heutzutage. Genau. Und wenn man eine ganze Woche gearbeitet hat, von Montag bis Freitag, dann kann man trotzdem am Wochenende auch noch arbeiten und das macht überhaupt nichts, wenn man nicht mal 2 Tage Ruhe hat. Und das ist ja im Grunde ein absoluter Wahnsinn. So. Also für mich zumindest. Ja, und bei dir hat sich ja dann auch noch einiges andere im Leben dann verändert. Wir haben ja noch einfach so geguckt, so Schatzsuche, wo sind denn so noch, ja, so Schätze, die geborgen werden können, wo könnte man es denn doch erleichtern? Und erzähl doch mal einfach, was sich bei dir jetzt dann so, also was du dir erarbeitet hast jetzt, das war ja schon einiges. Also was ich auf jeden Fall angefangen habe zu machen und was ich vorher wirklich vermieden habe, ist, ich habe angefangen, mich aus meiner Komfortzone rauszubegeben. Also ich wohne und arbeite ja hier in einem eher ländlichen Bereich und war durch die Tatsache, dass ich nicht Auto fahren konnte, also trotz Führerschein, aber ewig nicht mehr gefahren, war total eingeschränkt und habe dann irgendwann also ich meine, alle Leute haben mir immer zugeredet, ja, du musst das machen und so. Und ich habe mich dann immer schlecht gefühlt und irgendwann habe ich dann plötzlich gesagt, okay, ich möchte jetzt das und das machen, ich brauche ein Auto. Und dann habe ich mir innerhalb von, ich weiß nicht, 4, 5 Wochen, habe ich mein Sparkonto aufgelöst, ein Auto gekauft, Fahrstunden genommen und bin jeden Tag zur Arbeit gefahren. Ja. Und habe dann eben auch versucht, also habe dann auch da immer wieder geschaut, okay, jetzt fahre ich mal in die Stadt und dann bin ich plötzlich Autobahn gefahren. Oh. Und habe irgendwie mich selber da auch ein Stück weit echt gefordert und auch gegen meinen Widerwillen das zu tun, das gemacht. Ja. Genau, solche Sachen. Oder habe mich dann einfach mal, also nachdem ich, wie lange? 5 Jahre Single war, mich dann einfach mal in einer Partnerbörse angemeldet, weil ich dachte, also irgendwann war ich an diesem Punkt, dass ich dachte, oh ja, ich mache das jetzt einfach mal. Und ja, hat ja Ja, auch das Beste, was geklappt. du tun konntest. Auf jeden Fall. Das hat sich richtig gelohnt. Also für die Nerds unter euch, die jetzt zuschauen, www.geekdating.com. Ja, danke für den Tipp. Das hilft, das ist total cool, ey, dass es solche Seiten gibt. Ja, eben auch für die Künstlerseelen und die Rollenspiel-Nerds und Für Leute mit etwas anderen Hobbys, genau. ja, und einfach, also einfach auch so Hochsensible sammeln sich da ja auch. Ja, und das ist total toll, weil zum Beispiel mein jetziger Freund auch Migräne hat.
Und also ich meine, das an sich ist natürlich nicht toll, aber dadurch habe ich halt jemanden, der vollstes Verständnis hat, wenn ich dann mal einen Samstagnachmittag auf der Couch liege und andersrum dann halt auch von mir bepuzzelt werden kann, wenn es ihm schlecht geht. Also das ist schon gut, wenn man da dann auch Verständnis, also wenn einem Verständnis entgegengebracht wird und man selber auch verständnisvoll sein kann. Ja, also ich glaube, das war auch sowas, hatte ich den Eindruck, dass das bei dir auch mehr und mehr sich entwickelt hat, dieses nicht einfach nur, oh Gott, was ist das, wie mache ich das weg, sondern auch, dass du dadurch mehr zu dir selbst gefunden hast, dass du wirklich mehr in dir ruhst und mehr Verständnis mit dir selber hast. Genau, also ich wusste schon länger, dass ich ja sozusagen hochsensibel bin oder hypersensibel oder wie das heißt. Aber das dann eben auch in Verbindung zu bringen, eben mit solchen Beschwerden wie Migräne, diesen Zusammenhang hatte ich eigentlich nicht hergestellt, dass eben dass auf mich einfach andere Sachen, also Sachen stressiger wirken als auf andere Menschen und dass meine Nerven dann überreizt sind, dass ich dann anfange, mich zu verspannen und dass das dann wiederum natürlich meinen Kopf lahmlegt sozusagen und dass ich deswegen eben auch diese Ruhephasen brauche, um das ein bisschen abzubauen. Ja, und das Schöne ist ja, ich meine, wir haben ja bei dir echt noch ein paar Baustellen identifiziert. Wir wissen ja, da ist noch genug, wo du einfach in deinen Möglichkeiten eben, in deinem dir möglichen Tempo dann das irgendwann noch angehen kannst und ohne jetzt, ja, braucht man ja nicht mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und eben dieses zwischen Dinge halt dann nicht akzeptieren und dann halt Dinge eben dann mit Gelassenheit hinnehmen. Da finde ich, hast du echt eine super Balance entwickelt. Ja, und ich denke halt, es gibt noch viel zu entdecken und selbst wenn es so sein sollte, dass ich niemals ganz migränefrei sein sollte, was ja durchaus sein kann, dann ist es trotzdem, ist ja schon viel geschafft, wenn es weniger wird oder weniger häufig oder wenn ich einfach Umstände für mich schaffe, wo es einfach nicht schlimm ist. Das wäre ja auch nochmal eine Möglichkeit, das Ja, Ganze eben. anzugehen. Also es ist einfach deine persönliche Schwachstelle, dein weakest link, und Genau. es wird dich immer wieder so dran erinnern, so dein Kompass, dein Barometer, der immer wieder sagen wird, nee, momentan läuft's nicht so, wie es für die Mats passt. Und ja, und Genau. gleichzeitig ist es auch, lernst du dich dadurch einfach besser kennen, was dir dient und was nicht. Genau. Ja, und vielleicht magst du nochmal irgendwie kurz ein Beispiel geben. Was waren so deine Höhepunkte was waren so Sachen, die dir besonders gut gefallen haben am Coaching? Also für mich war es wirklich diese Spurensuche, also dieses Detektivische, damit System ranzugehen und Sachen auszuprobieren und zu schauen, was hilft, was hilft nicht. Und eben bei allem, was man da so tut, also eben auch mit sich selber einfach sozusagen freundlich umzugehen und zu sagen, okay, das hat jetzt nicht geklappt oder okay, das hast du jetzt nicht so gut hingekriegt. Macht nichts, kein Problem. Irgendwas anderes wird besser funktionieren. Also das ist schon echt toll, wenn man nicht so dieses Gefühl hat, man müsste sich rechtfertigen oder sich da selber irgendwie, also Schuldgefühle einredet. Weil man ja oft, finde ich, von unserer Gesellschaft Schuldgefühle eingeredet bekommt, weil man eben nicht 100% leistungsfähig ist und man aber doch eigentlich ein guter Bürger zu sein hat, der brav seine 40-Stunden-Woche ableistet und dem das alles überhaupt nichts ausmacht. Ja, ganz genau. Ja, und ja, wie bist du klargekommen so dann mit dem Material und den Übungen, die wir gemacht haben? Also ich fand die Meditationsübungen immer super, also diese geführte Meditation mit so Körperwahrnehmungsübungen, das hat mir immer richtig gut getan und so Übungen mache ich jetzt auch zum Einschlafen, also dann höre ich bitte auf YouTube irgendwas an, das also je nachdem wie es mir halt geht, dann oder wenn ich nicht
pennen kann, dann mache ich das halt. Das finde ich total schön. Was ich auch immer gut fand, war diese E-Mails, die ich am Ende jeder Sitzung bekommen habe, wo einfach nochmal drin stand, was haben wir besprochen, was ist rausgekommen, was ist jetzt fürs nächste Mal relevant, worum muss ich mich kümmern. Das war was, was wirklich auch mir sehr geholfen hat, weil es ja normalerweise, wenn man jetzt, weiß ich nicht, eine Therapie macht oder zum Arzt geht, dann muss man das alles irgendwie im Kopf behalten oder müsste man eigentlich mit einem Notizbuch daneben sitzen und alles mitschreiben oder keine Ahnung. Und es war einfach, das ist einfach sehr schön aufbereitet so für mich und hilft mir auch, also mich zu organisieren, weil ich ja generell ein eher unorganisierter Mensch bin. Ja, aber ich meine, ich habe dich ja auch gefordert. Also ich habe schon immer dann auch Hausaufgaben aufgegeben, aber hast ja auch immer toll dann alles sehr motiviert und willig mitgemacht. Dann ja, aber du hast mir ja auch Aufgaben gegeben, die ich gut machen kann. Also zum Beispiel, ich bin ja jemand, der gut schreiben kann und ich hatte ja ganz oft Aufgaben, wo ich irgendwas reflektieren sollte und das konnte ich dann schriftlich machen und also es war ja schon auch für mich gut ausgesucht. Also es war jetzt nichts, wo ich gesagt hätte, oh mein Gott, das kann ich nicht machen. Ja, da sind ja auch mal dann gute Erkenntnisse bei gekommen. Ja. Ja, ansonsten noch irgendwas, warum du ein Coaching anderen empfehlen würdest, die selbst irgendwie Probleme haben mit der Haut oder der Verdauung, der Ernährung oder mit dem Gehirn oder Immunsystem, der Energielevel? Also ich denke, dass es unglaublich viele Leute gibt, die wie ich unter eher so unspezifischen Symptomen leiden, wo die Schulmedizin einfach nicht für ausgelegt ist, um das irgendwie angemessen zu betreuen oder zu hinterfragen oder zu untersuchen. Und ich denke auch, dass man einfach nie zu viel wissen kann über sich selbst und über seinen Körper und über die ganzen Vorgänge, die da so am Laufen sind. Und was mir auch total wichtig wäre, Leute, wenn es euch schlecht geht, es wird auch wieder aufwärts gehen, es wird wieder besser werden. Also ich hätte mir früher wirklich gewünscht, dass mir jemand Mut macht und sagt, du musst jetzt nicht warten, bis deine Wechseljahre kommen. Es wird auch vorher, es gibt auch Möglichkeiten, das vorher irgendwie besser zu machen und du packst selbst, das und ja, das in die Hand genau. zu nehmen. Ja, genau. Also deswegen kann ich es eigentlich nur empfehlen, dann eben selber auch aktiv zu werden und das anzugehen, natürlich mit Hilfe, aber eben von sich aus sich auf diesen Weg zu begeben. Ja, sehr schön. Ja, gibt es sonst noch irgendwas, was du noch irgendwie zu deinem Weg sagen willst? Irgendwas, was wir vergessen haben? Was wir vergessen haben? Ich könnte doch mal in meine Notizen schauen. Aber eigentlich... was mir noch ganz wichtig war. Es ist irgendwie, ich weiß nicht warum, aber es ist tatsächlich so, dass ich jetzt in den Phasen zwischen der Migräne viel mehr Energie habe als vorher. Also ich habe auch immer noch diese Phasen der Erschöpfung und wenn ich Migräne habe, falle ich halt komplett aus. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass dann eben, wenn ich mal keine habe, dass es mir dann besser geht als vorher und dass ich dann mehr machen kann und aktiver bin. Immer noch nicht so aktiv, wie ich gern wäre, aber mei, das kommt vielleicht noch. Und das ist für mich einfach eine Riesenerleichterung, weil ich noch unglaublich viele Sachen vorhabe in meiner Freizeit und das total schön ist, irgendwie dieses Gefühl zu haben, ich weiß, ich kann das auch tun und ich kann das angehen, was mir wichtig ist. Ja, und das Ziel halte ich weiterhin für dich hoch, das halten wir weiterhin für dich hoch. Du bist aber so ein kreativer und neugieriger und wie sagt man, Erlebnis, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Du weißt, was ich meine. Du bist ein Mensch, du brauchst auch einfach diesen kreativen Anspruch. Und das ja. Aber du hast ja auch schon, genau, hast ja echt einiges auch dann gemacht und dann auch dir noch den
die Rollenspielrunde gesucht und genau, ja. Da bist du echt in vielen Dingen, finde ich, richtig aus dir rausgekommen und so aus dem Freeze raus und in die Action gekommen und hast dann einfach mal die Initiative ergriffen und genau, also ich habe Sachen gemacht, die ich mir vorher nie hätte träumen lassen. Also ich meine, ich war auf einem Riesenlab in einem Kostüm. Das hätte ich vorher auch nie gedacht. Und genau, ich bin so wild fremden Leuten mit dem Auto gefahren, um mit denen Pen and Paper zu machen, was ich vorher noch nie gemacht habe. Und ja, bin übrigens immer noch dabei. Das ist gut, das freut mich. Mitten in der DSA Filiasson-Kampagne. Es ist super spannend, macht richtig Laune. Ja, also das ist wirklich, wirklich toll. Ja, ansonsten noch irgendwelche Abschlussworte von dir oder wenn du jetzt so deine Erfahrungen, weil ich weiß, du philosophierst auch gerne nach deiner eigenen Erfahrung, du bist jetzt so auch diesen Weg schon sehr weit fortgeschritten. Was bedeutet für dich persönlich gesund werden? Also für mich bedeutet gesund werden vielleicht nicht unbedingt gesund sein. Ich glaube, gesund sein ist ein Zustand, den ich so vielleicht gar nicht erreichen werde. So die Frage, was das genau ist, was ja. Genau, also das glaubt. Ist, ja. Aber das Schöne ist, und das gehört für mich zum Gesundwerden dazu, ich kann einfach sagen, ist okay. Das macht nichts. Das wird noch. Schön. Ja, echt schön. Ja, dann, meine Liebe, dann wirklich vielen, vielen Dank nochmal, dass du ja, das mit uns geteilt hast und das einfach so mal von dir ja, so geteilt hast. Und das, ich denke, das wird auch einigen einfach Mut machen, nicht aufzugeben und das dann eben nicht alles hinzunehmen. Das hoffe immer. Ich, ja. Ja. Ja, ich meine, jeder muss seinen eigenen Weg finden und ja, aber es gibt immer irgendwo offene Türen und Möglichkeiten. Genau. Ja, dann sagen wir euch tschüss und danke fürs Reinschauen. Tschüss. Mats Geschichte zeigt einfach nochmal, wie wichtig es ist, sich nicht mit der Lupe auf ein Symptom zu konzentrieren, sondern die ganze Geschichte zu sehen, den ganzen Menschen zu sehen, in seiner Umwelt, in seinem täglichen Leben. Und manchmal ist es so, dass wir uns dem Problemchen vielleicht von hinten nähern, durch ein paar Umwege, dass wir erstmal merken, wie wenig wir uns selber kennen, wie wenig wir uns wirklich um das gekümmert haben, was uns dient und was unserem wahren Selbst entspricht und wie wir einem Leben nachgehen, das einfach nicht unsere Wahrheit ist, aber gerade dadurch dann auch zu uns finden dürfen, zu unserer eigenen Wahrheit. Und es ist ganz oft, dass ich das erlebe, dass das eigentliche Problem erstmal erhalten bleibt, so ein Wegweiser, ein Barometer, das wir weiterhin brauchen, aber dass währenddessen drumherum plötzlich alles beginnt sich zu verändern, dass das Gesundwerden sich erst im Umfeld zu zeigen beginnt, dass dort Energie frei wird, die vorher festgesteckt ist, dass wir aus der Resignation, aus der Erstarrung in die Bewegung kommen, proaktiv werden und beginnen uns nach und nach unser Leben mit allen Bereichen zu erobern. Mats werden noch einige Herausforderungen bevorstehen, aber mit ihren neuen Fähigkeiten, mit ihrem neuen Mut, mit einfach diesem Erleben, dass sie ihre Wirklichkeit, ihre eigene Realität nun gestalten kann, dass sie da jetzt sich wunderbare neue Ressourcen aufgebaut hat, bin ich absolut zuversichtlich, dass sie auch diese Hürden, die ihr jetzt akut bevorstehen, schaffen wir zu überwältigen. Ja, es geht immer einfach weiter damit, das Leben für uns aufzubauen, bei dem wir selber zu unserem vollen Potenzial gelangen können.